Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hedonia. Ja, ich muss gerade auf die Zeit gucken und schauen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, dass ich so viel Zeit mit euch vertrödeln kann. Und zwar folgendes, ich habe hier noch ein bisschen erweitert, ne? Das mit dem Gießen, automatisch gießen natürlich. Und nicht überall ist was drin, wie ich sehe. Oh, upsala. Wir sollten, warte mal, vielleicht noch ein paar Tomaten. Einmal gibt zwei Tomaten, genau. Es wird ja automatisch bewässert. Ein paar Tomaten könnten wir noch machen und ein paar Karotten. Einen kleinen Moment. Ich erzähle euch gleich noch was, wie mein Ziel aussieht. So, vier Karotten. So. Muss ich hier irgendwie mich durchquetschen. Zwei Plätze haben wir noch. Da machen wir wieder Tomaten rein. Mal gucken, aus einer Tomate, wie viel wir bekommen. Nein, nun lieber Karotten. Tomaten haben wir kaum noch. Doch, haben wir noch. Alles gut. Hier. Ja, direkt zwei Tomaten. Sehr gut. Kann ich hier durch? Ja. So, direkt zwei Tomaten noch angesetzt. Hier sind schon welche fertig. Von der Höhe her reicht das für Karotten und Tomaten. Sehr gut. Und wie gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nur noch dieses Wochenende Zeit und nächstes Wochenende. Übernächstes Wochenende geht's dann los mit der neuen Map. Und zwar da drüben, wo der Vulkan steigt. Da ist nämlich das neue DLC, was ich im April holen werde. Auf jeden Fall, 100%ico. Am 5. April geht es nämlich los, da wird es veröffentlicht. Und da würde ich gerne mit euch weiterhin Bergbau machen. Das hier mit dem Farming würde ich gerne mit euch zu Ende bringen, bis dato. Auch wenn es heißt, wenn ich offscreen hier, also kommende Woche offscreen, das alles glätten werde, auf jeden Fall, und weiterbauen, bis wir die Maschine haben. Ich lege mich mal kurz hin, dass wieder hell ist für euch. Ja gut, ich habe ja mit den Gamma rumgespielt, Helligkeit, ja. So, als erste Linie werde ich erstmal eine Vorspulung machen, indem ich erstmal das hier alles glätte mit euch. Alles auf eine Ebene. Und ja, auch nebenbei noch eine Stadt fahre beim Vorspulen und einfach mal Essensaufträge annehmen, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lege da mal einfach mal los. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Denn das wird ein großer Akt. Also, mute ich mich und wir hören uns ein paar Stunden später wieder.
endlich. Dieses Lochgestopfe nervt mich. Ah! Ich habe absolut keine Lust mehr auf diese Löcherstopferei. Sorry, aber damit ist jetzt Schluss. Ich habe mehr als genug Platz jetzt für diese Farm. Das reicht völlig aus. Und ich habe deren Dressen auch hier eine Zwiebel. Ich weiß gar nicht, wird die bewässert oder nicht. Ja, auf jeden Fall eine Zwiebel habe ich gekauft. Und dieses Ding hier ist auch für den Arsch. Aber naja. Wollte dann nämlich, ja. Ich wollte da... Ah, toll. Wo ist denn diese Spitzhacke? Nee. Weg damit her. So. Naja. Ich wollte da nämlich Erde haben und das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich konnte ein paar Leute, naja, mehr wiederum eher nur einen beliefern, weil noch eine Bestellung offen war. Und hier will jemand geschnittene Zwiebel und Körnermais haben. Ernsthaft? Ich hab nur Tomaten und Karotten. Und er will auf einmal sowas haben. Sowas besitze ich nicht. Sowas habe ich nicht. Also habe ich mir nur eine Zwiebel kaufen können. Nur eine Zwiebel. In der Hoffnung, dass da mehrere dran wachsen. Dass wir da ein bisschen Profit rausschlagen können. Ja. Das ist die Bewässerung. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Also das, was ich hier begradigt habe, das nehme ich jetzt für die Farm. Momentan müssen wir erstmal so bewässern. Geht nicht anders. Und ich müsste dann offscreen noch viel, viel, viel mehr machen. Noch irgendwie versuchen, Leute ranzukriegen, die auch wirklich nur Karotten und Tomaten haben wollen. Weil Größe und Ganzen habe ich hier nur Aufträge für Bergbau. Das werde ich offscreen machen. Und ja. Wir belassen es erstmal so. Weil nächstes Wochenende wollen wir ja schließlich das Haus fertig bauen, was wir vorbereitet hatten. Da möchte ich unbedingt zum Abschluss machen. Ich werde dann noch offscreen ein bisschen mehr machen. Und zwar diese Schmiedeaufträge, also Bergbauaufträge, so dass ich irgendwann mal hier Essens, dass sie essen wollen. Nicht nur Materialien, sondern auch Essen haben wollen, ne? Werde ich dann offscreen weitermachen und wir sehen uns dann morgen und hören uns morgen Abend dann wieder bei Hedronia. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es dann erstmal für diese Folge. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Hedronia ab 20 Uhr, Wochenende, Samstag und Sonntag zu verpassen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, genauso viel Spaß hattet wie ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Hedronia ab 20 Uhr auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschüss mit Ö. Tschüss.